Mach was anderes für Funkvater Frank. Irgendwas Dummes. Scheißegal, Freestyle. Was geht ab? Mein Name ist Stumpfvater Stank. Mein Name ist Olli Simon und wir werden jetzt hier... Sorry, ich muss mal unterbrechen. Olli Simon. Du sprichst schon, ich bin noch gar nicht. Was geht ab? Hier ist immer noch Stumpfvater Stank. Mein Name ist Olli Simon, wir sind bei Arte Tracks und checken ein paar Platten ab. So. Oh, The Isley Brothers. Immer gut. Da machst du nichts verkehrt. Between the Sheets. Das klingt schon mal nach Sexmusik, Bro. Ich will überlegen. Weißt du, was schlimm ist? Was denn? Ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, ob wir irgendwas davon gesampelt haben und ich weiß es nicht. Boah, da bist du der Spezialist jetzt für. Mal kurz. Aber bestimmt Isley Brothers klingt so, was du samplen würdest. Between the Sheets. Lass doch einmal Between the Sheets auflegen. Gut, das kennst du Between the Sheets? Nee. Das ist eigentlich ein Babymaker. Ein bisschen unoriginell. 1, 2, 3, 4. Aber ich mag die Farben. Kurz. Wir geben kurz Vollgas. Früher hat man so noch gesampelt, weil die Sampler alle nicht genug Speicherzeit hatten. Da hast du vorgespult und dann runtergepitcht. Aber das machen wir jetzt nicht. So spät machen. Was ist das? Biggie, ne? To all the ladies in the state, with style and grace, I love it. I love it when you call me Big Papa. Ja, so. Mann, okay. Da haben wir schon mal das erste Sample gecleared. So, Kool & The Gang. Was haben wir von Kool & The Gang? Jetzt endlich Something Special, aber ich habe ja, echt keine Ahnung. Kool & The Gang. Sag mal die Songs. Stepping out, good time tonight, take my heart, be my lady, get down on it, pass it on, stand up jetzt and sing. No guck mal kurz. Get down, doch klar ist es. Get down on it, come on, get down on it. Beep, beep, beep. Get down on it. Ist das von Kool & The Gang? Ey, tut mir leid an alle, die gedacht haben, ich wäre ein echter Head. Ich hasse Musik eigentlich. Doch, das ist der. Get down on it. Get down on it. Dann kommt. Es war Dendemann, als er da rumgeschoben hat. 100%. Da war's! Dendemann? Get your back up on the wall. Jetzt ist eh gelaufen. Ey, falls irgendeiner hatet da draußen, ich will das nicht, aber mein Plattenspieler funktioniert nicht, deswegen müssen wir es so machen. Ich hab das Gefühl, Be My Lady kennt man auch. Naja, das schneiden wir im Nachhinein einfach noch einmal extra rein. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Hier, the OJs. The OJs. Shoutout an OJ Simpson. Nein. Nee, Spaß. Ich klinge alle komplett unterschiedlich. Jeder Song irgendwie anderes Ding. Das ist jetzt so voll Gospel. The ghetto Gospel. Und jetzt hätten wir gesampelt. Ja, also ne, wenn einer weiß, was gesampelt wurde. Finde ich nichts. Mir egal. Schreibt's nicht in die Kommentare, juckt keinen. Und jetzt, der Papa! Freddy Gibbs mit dem Album Freddy. Ja, nice. Weiß direkt, was. Da ist Love TKO drauf, oder? Was ist das? Teddy Pendergrass? Mhm. Nee, ist nicht drauf. Oh Mann, ey. Heute ist echt. Da, du das, bitte. Geiles Cover. Safe, Mann. Guck mal, mit was für einer Entschlossenheit er da drauf guckt. Und das Pink im Hintergrund oder was auch immer das ist. Hart. Ist noch besser als das Frontcover. Ist das Backcover. Love TKO. Wo ist Love TKO? Die haben wir gesampelt. Ist auch nie rausgekommen. Turn off the lights.
Echt? Ja, da sollte. Da sollte eigentlich drauf. Also für jetzt, ne? Für jetzt. Mhm. Das Intro, glaube ich. Turn off the lights. Nice, wie gesagt. Ich glaube, der hat so in den 70s sogar schon seine Augenbrauen gemacht, bevor es cool war, Bro. Und die Frau hat nicht ihre Arme rasiert. Shout out. Siehst du, was los ist. Also shout out an die Frau. Und auch an Dings, an Teddy Pendergrass. Die sind auch. Safe gezogen. Auch sind auf dem Freddie Gibbs Album ist auch sein Bart so zu clean. Achso, ich dachte eben, der hat auch so Augenbrauen gezupft für die Ähnlichkeit. Ich glaube so, Loki. Schreibt es in die Kommentare, sind diese Augenbrauen gezupft? Macht euer Friseur das besser? Seid ruhig ehrlich. Was haben wir hier? Mit Faden, Bruder. Die lege ich da nicht auf. Sorry, die werde ich nicht auf den Fernspieler legen. Wird nicht passieren. Also ist ein bisschen respektlos, dass ich alle anderen drauf lege. Aber mache ich nicht. Tempo von Lugatti und Nein. Produziert und mastert und mixed. Nee, nur mixed. Produziert und gemischt. Nicht gemastert. Mastert von Yunus King Size. Von Vater Frank. Ja. Ja? Was soll ich dazu sagen? Klassiker. Das ist einfach eine tolle Scheibe. Die sollte jeder echte Plattenfreund bei sich zu Hause neben Grace Jones und den OJs liegen haben. Ja. Anspieltipp? Nicht gefragt. Das ist auch mein Lieblingssong. Und Knollen. Das war's. Hier, Public Energy. Energy. Ja. Die publike Energie. Jetzt to hold us back. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound. Also, Rebel Without a Pause habe ich damals gehört. Und Rebel Without a Pause war der erste Song, bei dem ich mir gedacht habe, da hätte ich früher drauf kommen können auch. Aber ich bin ein bisschen jünger, ne? Also nicht denken, damit bin ich nicht aufgewachsen. War das erste Mal, dass ich das gehört habe und mir so gedacht habe, warte mal, diesen Drum Loop kenne ich doch irgendwoher. Und damit habe ich verstanden, was eigentlich Sampling überhaupt ist. Weil es der Funky Drummer von James Brown. 80 Milliarden Mal wahrscheinlich gesampelt worden. Dann hat es ja voll was zu bedeuten. Ja, schon. Aber wie gesagt, nur der Song. Zu dem Album selbst, ich war früher immer, guck mal, ich habe angefangen so 80s, 90s Rap zu hören mit so Deadpiff Mixtapes. Da gab es so the best 80s Rap Songs überhaupt, bla bla. Mhm. Und damit habe ich so angefangen, älteren Shit zu hören. Deswegen habe ich nie Bezug gehabt zu richtigen Alben oder Platten oder so. Das Ding ist auch nice. Ja, sieht aus wie so eine Zeitung. Echt hart. Ja, sonst, ne? Aber klingt mega hart. Ey, wie gesagt, auf echt, auf richtigen Boxen. Kein Front an Cosplay an der Stelle. Aber auf richtigen Boxen, die 808 hinter diesen Drums. Brutal, wirklich brutal. Hier, oh. Da legen wir auch was auf. Ist es okay, wenn wir jeder auflegen? Gell, habt ihr Zeit mitgenommen? Quincy Jones. Beste Smackwater Man. Jack. Danke, Quincy Jones, für Michael Jackson. Ja, und im Mann. Umkehrschluss. We are the world. We are the world, danke für We are the world. wen hat er noch entdeckt? Der hat doch auch, der war noch ewig lang mit dabei. Usher? Nee. Kein Plan, Bro. Ich weiß, dass der bei Roots den Soundtrack gemacht hat. Genau. Bei der Serie Roots. Genau. Wo mitspielt wer? Das weiß ich nicht. O.J. Simpson. Der Kreis schließt sich. Der Juice, Bro. Ich weiß auch, dass die Platte ein Klassiker ist. Und das ist, was jeder in seinem Plattenregal haben soll. Ich hab die aber leider nicht. Ich habe die nicht. Ich hab von Quincy Jones nur so billige Platten, weil die alle viel zu teuer sind. Gucken wir kurz. Ich hab eine richtig krasse von dem. Der holt jetzt seine eigene. Mir reicht jetzt. Der schummelt so. Hier, guck mal. Das ist eine Platte von den Icy Brothers. Go for your guns. Footsteps in the dark, ne? Das hier ist schon eher mein Shit jetzt. Jetzt geht's los, Kinder. Oh mein Gott! Oh, danach kommt ein Happy Hitler. Okay, jetzt geht's los okay. Erst. Hätten wir das gewusst, hätten wir geskippt, scheiße. Ja, Mann. Hier, Jade mit Diamond Life. Was haben wir hier drauf? Smooth Operator. Klassiker. Your Love is King. Klassiker. Hang on to your love. Klassiker. Frankie's First Affair when I am going to make a living. Das ist nicht wahr. Ah, nee, das sind zwei Songs. Weißt du, dass Jade nicht die Frau ist? Das ist die Band. Das ist die Band. Ja. Wie heißt die hier aber? Jade. Oh. Also ist über OG Kimo. Ja, genau. Der ist Jade, der ist voller Jade Adu. Geil. Helen voller Jade Adu.
Elf, du. Ja. Ist es das? Zweiter? Das ist der zweite. Ist der zweite. Ich schwöre, das größte Shoutout bis jetzt, safe an Jardé, 100%. Ich habe früher immer, als ich noch als Speditionskaufmann gearbeitet, Shoutout an Herr Schneider, liebe Grüße. Der hat mir immer, ich habe zu dem immer gesagt, das ist so ein Dude, der hat halt viel, viel 80er Jahre Musik gehört. Und ich bin zu dem gegangen und habe gesagt, Herr Schneider, wissen Sie, was ich gefunden habe? Kennen Sie zufällig Sade? Und dann hat er gesagt, das ist Sade. Und dann haben sie voll zusammengestaucht. Und wir waren beide schon auf dem Film, dass wir gesagt haben, Sade, weil wir nicht wussten, wie die heißt. Voll peinlich, aber ja. Shoutout an Herr Schneider. Irgendwie. Shoutout an Sade. Nicht so richtig, aber egal. Okay, sorry, aber die muss ich jetzt rausholen, weil das ist wirklich ein All-Time-Fave. Bitte, wie schön ist dieser Mann? Erstens, guckt in seine wunderschönen Augen. Das ist der Erste, zu dem ich, also das ist richtig Bezug, Mama Mia. Ja, Mann. Also es ist auch ein privater Heavy Hitter, der hier für jeden ans Herz zu legen, Who's That von Smokey Robinson, bitte. Uns, also locker schon 6-mal versucht zu samplen, ich finde, man kriegt nichts, man kriegt nichts Ebenwürdiges hin und dann lässt man es einfach bleiben. Okay. Let's get it. Wir haben wieder den Herbie Hankman. The man himself. Ich kenne auch nicht die Platte, um ehrlich zu sein. Legend, ich auch nicht. Der hat aber auch zu viel Shit. Ja, Mann. Herbie Hancock. Die Cover sind doch alle mega krass. Ich habe nur keinen Bock, jetzt alles wieder rauszukramen. Das finde ich nicht so krass. Nee, null. Nicht. Deswegen, das ist eigentlich, das ist hier kein gutes Fallbeispiel. Komm mal hier. Ich so eine such ich raus schnell. Meine Lieblings, die finden wir noch ruckzuck. Herbie Hancock. Krankes Cover. Safe. Klapp auf den Bums. Bumm. Geil. Herbie Hancock. Krankes Cover. Bitte. Das finde ich nicht so krass. Wie? Finde ich nicht so krass. Da ist Jessica drauf. Das kennt man von Vorwort. Und irgendwelche anderen haben es auch gesampelt. Keine Ahnung. Schon kurz. Halt, aber es geht immer noch nicht. Es geht immer noch um die eine Mainplatte. Wie gesagt, ich hoffe, ihr kommt noch in euer Hotel heute. Wir bringen so noch mehr Platten. Hier, die sind. Die guckt so alle einzelnen Zeiten. Das ist meine Lieblings-Hancock-Scheibe. Aber das ist mein Lieblings-Cover. Aber das ist so funky, Alter. Ja, ist doch hart. Der Nigger explort einfach mit so einem Afro. So irgendwelche Dings. Der guckt nicht mal hin. Guck mal, was hier abgeht. Einfach der ist so auf dem Tablet. Ja, okay. Was ist los? Okay, ja, das war alles, was ich sagen wollte. Also auch Herbie cooles Hancock-Album bestimmt. Ich kenn's leider nicht. Aber vom Cover. Das ist halt auch das, guck mal, das ist alles entstanden, da war ich noch nicht mal in Planung. Deswegen, wenn ich in den Plattenladen gegangen bin früher und immer noch, immer nur Bilder, Cover, der Rest ist shit. Weil hättest an was anderem kann ich mich halt nicht orientieren. Was? Hättest du es gekauft? Nö, auf gar keinen Fall. Ich bin mir sogar sicher, ich hatte das schon in der Hand und hab mir gedacht, nö, das ist es nicht. Richtiger Idiot. Geht's. Bitte. Boom, boom, boom. Der Hip-Hop-Song himself. Die zwei sogar. Beide. Bro, Lil Wayne, Lollipop und Emily. Ich mag Emily hören. Bro, ich auch. Junge, gar nicht das ist mein Shit hier, Bro. Hier. Oh, es gibt so geile Trivia zu dem Song, aber ja. Wo Frankie bestimmt nicht will, dass man das... Lil Wayne war bei G-Unit im Übrigen. Glaub mir, ich kenn mich richtig aus mit Musik. Da hören wir Emily, Bro. You can't catch him, you can't stop him. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't handle them, then you pop them. You can't stand them, then you drop them. Because people like overrated. Die Zeit war auch anders. Ja. Der hat Hip-Hop und generell die jugendliche Welt einfach nachhaltig verändert. Da war die Welt auch noch in Ordnung. Ja. Was war das denn? 2006 oder 2007. Hast du es gesehen schon? Den singen wir seit 2 Monaten im Studio immer wieder, einfach so. Ja, Mann. Darf ich holen einmal? Ja, komm mal. Bitte, kannst du das nehmen? Was ist das denn? Also, Flashing Lights von Kanye West, der ist der Mann.
Hip-Hop since 1978. Das ist, Ach, das sind alles DJ-Copies, gell? Wahrscheinlich, deswegen keine Zeit. In meinen Top 5 von den Kanye-Songs auf jeden Fall. Der ist überhart, der Song. Weiß nicht. Ist der echt Top 5? Auf jeden Fall. Flashing Lights. Hör einfach jetzt den Beat. Verwechselt? Ich werde den Beat leider nicht hören. Okay. Danke, Dendemann, ne? Toll. Super. Jeder, der warum auch immer so Kanye West nicht kennt, sollte, ist auf jeden Fall ein Song, mit dem man anfangen könnte. Ich gebe so irgendwelche Tipps für diese Leute. Ich gebe so Tipps, so Kanye West. Kennt ihr Kanye West? Geheimtipp, Bro. Sag mal, falls ihr was Gutes hören wollt, hört mal Kanye West. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the orders, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy. Man, why can't life always be this easy? Und das waren sie auch schon fast alle. Unsere fast. Top 50. Die letzte Platte. Igor von Tyler, the Creator. Wir haben vorhin schon geraten, ob es die ist. Schriftzug. Ja, Mann. Übertrieben krass. Generell. Boah, geile Idee auch. Wird geklaut. Nee, Mann, überhaupt das Album. 2019, ne? Ja, 2019. Eins der besten Album nach Geist natürlich. Ja, kommen wir mal einen auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder zum habt ihr noch 2 Minuten Zeit? Ja. Auch artmäßig immer geil. Was mal zu hören? Ist leider Gottes, das hasse ich immer an neuen Platten. Schreiben alle nicht drauf, wann welcher Song kommt. Was magst du hören? Ja, hör mir Magic Wand. Nee, aber der ist auch sehr basslastig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deswegen macht sowas nicht, wenn ihr Platten macht, schreibt es auf das verfickte Label, auch wenn es cool aussieht. Guck mal, sorry, da muss ich mich jetzt kurz einmal aufregen. Hätte doch wunderbar noch hier reingepasst, das da kurz dazu zu schreiben, dass du weißt, welche scheiß Song du hörst. Naja, ist okay. Geil produziert auch einfach alles, komplette Album, brutal. Irgend sowas machen wir wahrscheinlich auch irgendwann. Ich hab's im Gefühl, aber dauert noch. Dieses Jahr auf keinen Fall. I need to get her out the picture. She's really fucking up my frame. She's not developed like we are. Like magic, like magic, like magic, yeah.